Ja, hallo, ich sitze da mit Stefan, Felix und Sandro gemeinsam am Tisch. Sind Teilnehmer vom Hackathon. Sie kommen von der Hack Bregenz, Genau. richtig? Ja, vielleicht könnt ihr einfach mal kurz erklären, wie da eure Informatikbildung so ausschaut, wenn ihr da angefangen habt mit entwickeln, und welchen Bereichen da unterwegs sind. Also grundsätzlich heißt der Zweig bei uns an der HKWI Digital Business. Da gibt es jedes Jahr gibt's, einen Jahrgang. Das ist in der zweiten Klasse kriegen die Jahrgänge Laptops, fangen aber schon in der ersten Klasse an zum Programmieren und programmieren dann eigentlich bis zur fünften Klasse durch und haben aber zusätzlich noch die ganz normale Hacker-Ausbildung mit BWL, Rechnungswesen, wie es Takalo hat. Welche Programmierumgebung sind da unterwegs? Wie baut sich das auf? Hauptsächlich Visual Studio und C Sharp. Am Anfang haben wir noch VBA gemacht, Okay. bei Clem Excel. Zum Halinku. Genau. Und muss jeder mal durch, oder? Genau. Und ich habe jetzt mittlerweile auch Eclipse, relativ viel vom Matura-Projekt mit Java und Android. Okay. Also du machst jetzt als Matura-Projekt eine App im Prinzip. Ja. Ihr auch, oder? Mein Matura-Projekt war ein Online-Reservierungssystem für Sporthalle. Das habe ich entwickelt mit PHP und JavaScript. JavaScript natürlich mit jQuery und Ajax. Okay. Und ich habe, also eigentlich, ich war zweiter Programmierer in einem Matura-Projekt. Der erste hat Webseite gebaut mit PHP-Framework Symfony 2. Und ich habe eine Hybrid-App gebaut mit Apache Cordova. Also grundsätzlich war es ein Live-Scoring-System für Badminton-Spiele. Okay. Und ich habe die App gebaut, mit der man die Spiele zählen kann. Also da habt ihr euch da die Umgebung komplett selber aussuchen können. Ja. Haben die davor schon Erfahrung gemacht mit, jetzt, also ich meine, da haben wir Java, dann haben wir da Cordova, da haben wir Symfony 2. Haben die euch das einfach aussuchen können oder wie sind die auf das gekommen? Also bei mir war es vom Auftraggeber her. Also wir machen das immer mit einer Firma zusammen. Ach so. Und die haben ja gesagt, sie hätten gerne eine Android-App und das Native. Und das ist dann halt Java. Das ist dann halt so. Okay. Hast du davor schon mit Android geschafft, oder? Nein, nein, zum ersten erste Mal. Okay. Jetzt ist die Geschichte, also wir waren auch vor der ersten Anmeldungen zum Hackathon, das hat uns so total gefreut, weil sie irgendwie eher nicht so direkt in der Community drin sind, also die man auf jedem WebDev-Meetup und so sieht. Vielleicht könnt ihr euch da noch kurz schildern, wie das passiert ist, also wie ihr dazu, davor erfahren habt und dass euch den anmeldet. Also grundsätzlich ist es eine ganz witzige Geschichte, weil mein Kollege der Sandro und ich, wir möchten gern nächstes Jahr nach Hagenberg an die FH zum Studieren. Und da haben wir uns in einer Facebook-Gruppe verwiesen zur Hilfe bei der Wohnungssuche. Die heißt FH Hagenberg Talk. Und dort hat ein Student von der FH Hagenberg hat die Veranstaltung vom Hackathon hat das da rein vorgestellt. Dann war das eben ganz witzig, weil wir dann wieder von Hagenberg wieder zurück nach Dortmund gekommen sind. Okay, und dann habt ihr euch gesehen, das ist was für euch und dann melden wir uns auch. Genau, dann werden wir einen Spaß zum da mitmachen. Okay, und was habt ihr schon eine Idee, was wir machen werden? Also grundsätzlich wäre die Idee, ein Android-Spiel zu machen. Die Idee ist ja gleich von unserem Klassenkollege geklaut, aber das Spiel ist verdammt cool und das würde man halt gerne umsetzen für Android. Okay. Also momentan ist C-Sharp XNA, also das ist ja ein Game-Framework für C-Sharp, auf dem basiert es momentan und es wäre aber relativ gut adaptierbar einfach für Android oder halt für grundsätzlich für mobile Endgeräte und deswegen war unsere Idee, dass wir das für Android entwickeln, weil da haben wir doch schon mehr Erfahrung als wir jetzt mit Objective-C für iPhone oder so. Okay. Und was ist das für ein Spiel? Könnt ihr schon einen kurzen Ausblick geben? Also grundsätzlich wäre es ein Mändle, im Original heißt es der Wappler. Das passt so gut zum Titel von Hackathon, Oma Hüsler, oder? Genau. Der Wappler tut Oma Hüsler. Der am linken Spielfeldrand eigentlich blippt und immer nach oben und unten fahren kann, und dann ist es ein Side-Scrolling-Shooter grundsätzlich, der halt dann Objekte am anderen Bildschirmrand abschießen muss. Aha, okay. Und das würden wir dann auf Java-Basis machen, genau. Native.
Okay, ja, was erwartet euch denn von so einem Hackathon? Habt ihr da schon mal teilgenommen oder geht da komplett ins Blaue? Na, teilgenommen haben wir dann nicht. Was wir uns erwarten, ist eigentlich, dass wir da mal versuchen, so ein ganzes Projekt mal unter Zeitdruck vielleicht umzusetzen und allgemein auch andere Entwickler mal kennenzulernen, weil bis jetzt waren die Entwickler, die mir so drauf waren, eigentlich nur Schulkollegen oder Professoren. Eigentlich mal wirklich aus der Wirtschaft auch mal mehr Leute, vielleicht Kontakte zum Knüpfen für spätere Berufsleben und in dem Sinne eigentlich. Okay. Ja, also ich glaube, da bietet es sicher gute Möglichkeit. Wir als Organisatoren freuen uns riesig, dass jemand von der Schule kommt. Finde es total cool. Hoffen, dass sich da noch mehr Leute anmelden. Von der FH haben wir einige, aber von Hagenberg haben wir auch schon welche. Und aus der Wirtschaft, also da aus der Community, sind auch einige da. Und ich glaube, da werden auf jeden Fall genug Möglichkeiten da zum Kontakte knüpfen. In dem Fall danke fürs Interview. Danke, danke. Und ja, freue mich dann auf in 2 Wochen.